Chacarel in New York. Ganze 4 Wochen im kreischenden Wahnsinn. Unfassbare und verstörende Szenen spielen sich hier ab. Naked Cowboy. Those friends. Ich bin Chacarel und euch nehme ich jetzt mit in die Stadt, die süchtig macht. New York City. Let's go. Hubschrauberflug über Manhattan. Times Square bei Nacht. How I Met Your Mother Bar. Und heute gibt es natürlich wieder eine Überraschung. Wir treffen nämlich Meister Splinter, den karatekämpfenden Ziehvater der Teenage Mutant Ninja Turtles. Wir starten hier am Columbus Circle, genau neben dem Central Park. Hier am Columbus Circle kreuzen sich die 8th Avenue und die 59. Straße. Genau neben uns ist die Billionaires Row mit den Hochhäusern der Superreichen. Vor uns die 32. Straße an der 6th Avenue und über uns die Gimbel's Bridge. Die Gimbel's Bridge verbindet diese beiden Häuser miteinander und ist in New York ein beliebtes Fotomotiv. Und dann sind wir drin, im Madison Square Garden. Hier drin gibt es die unglaublichsten Basketballspiele, aber heute spielen die Knicks nicht. Aber dafür werfen wir jetzt einen Blick in den Knicks Fanshop. Blau und Orange, wo man auch hinsieht. Das sind die Farben der Knicks, aber auch die Farben der New York Flagge. Hoodies, Caps, Trikots. Den ganzen Kram kriegt ihr hier. Das ist doch ganz klar, die kosten auch ein bisschen die Sachen, aber die sehen auch geil aus. Hier gibt es die Knicks-Tickets und bei bestimmten Spielen kostet eine Karte zwischen $200 und $1,800. Das ist schon echt eine Menge Cash, aber eins ist klar, wir sind hier in New York fucking City. Hier ist einiges teuer. Aber dafür bekommt ihr auch die Typen hier zu sehen, die Superstars der NBA. Wir werfen noch einen letzten Blick rein in den Madison Square Garden und dann geht es zur Freiheitsstatue. Zieht euch mal den Typen rein. Der wedelt die ganze Zeit mit der roten Fahne, damit kein Auto durch die Sperre fährt. Und tatsächlich, in meiner Hand halte ich ein Ticket für die Bootstour rüber zur Liberty Island. Zur Freiheitsstatue. Zur Statue of Liberty. Zur Lady Liberty. Aber dann gibt es ein Problem. Ich darf nicht rüberfahren. Ich darf nicht zur Freiheitsstatue. Und ich sag euch auch warum. Ich hatte meine Drohne im Rucksack. Und mit Drohne lassen die euch nicht durch die Sicherheitskontrolle. Ich musste mein Ticket also wieder zurückgeben. Einfach nur abgefuckt. Zähneknirschend bin ich dann weitergezogen und dachte mir, komm, fährst du wenigstens mit der Fähre rüber nach Governors Island. Aber dann haben meine Öhrchen einen ohrenbetäubenden Lärm gehört. Genau neben der Fähre, die rüber zu Governors Island fährt, ist ein Helilandeplatz. Scheiße, kann das sein? Ist das Schicksal? Verdammt, fliege ich jetzt ernsthaft mit dem Heli über New York? Finke schon. Ich gehe also zum Ticketschalter und buche mir einen Flug. Und heute gibt es auch noch einen Rabatt. $246. Normalerweise ist der Flug viel teurer. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Das Herzklopfen wird immer schneller und möchte nicht aufhören, denn ist doch ganz klar, gleich geht's los. Von außen beobachte ich dann nochmal die Helis, wie sie losfliegen und wieder landen. Und ich sage euch eins, die Dinger starten alle 15 Minuten. Jetzt wird es erstmal Zeit für einen verdammten Beruhigungsdrink. Und dafür gehe ich rüber zu Pier 17 zur Aussichtsplattform. Mit Blick auf die Brooklyn Bridge, auf den East River und auf Brooklyn. Ah, da hinten ist übrigens Brooklyn Heights, da wohnen die Bonzen. Der Heli wartet. Und dann sind wir da. Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, wie aufgeregt ich war. Mein Herz ist mir fast aus der Brust gesprungen. Immer wieder gucke ich aus dem Fenster und beobachte, wie die Helis starten. Und dann ist diese Gruppe hier dran. Scheiße, was haben die denn um den Bauch? Eine Sicherheitsweste? Oh fuck. Was, wenn diese Leute mit dem Heli jetzt in den East River stürzen und absaufen? Mir gehen so viele Gedanken durch den Kopf. Chacarel, bleib cool. Du musst dich jetzt beruhigen. Setz dich erstmal auf deinen Arsch. Das mache ich dann auch. Die Pumpe beruhigt sich langsam ein bisschen und da gucke ich mir links das Erklärvideo an. Aber immer wieder der Blick aus dem Fenster. Da startet schon wieder ein Heli. Friends, haltet euch eure Unterhosen fest, sonst fliegen sie euch aus der Jeans, denn jetzt geht's los. Es ist soweit. Wir werden für den Heliflug vorbereitet. Für den unwahrscheinlichen, aber angsteinflößenden Fall, dass der Helikopter abstürzt und im East River oder Hudson River landet, ziehen wir uns diese Schwimmweste an. Mit maximalem Puls drehe ich mich noch einmal um und gucke auf dem Erklärvideo, wie im Notfall die Schwimmweste funktioniert.
Ich bin soweit. Ich bin ready. Jetzt werden wir abgeholt für den Heliflug über New York City. Wir folgen dem Instructor und bewegen unsere knackigen Ärsche Richtung Ausgangstür. Draußen wird dann sofort klar, wie viel Action hier wirklich abgeht. Zwei Helis sind im Landeanflug und einer möchte gerade abheben. Der Instructor hält die Augen auf und wartet auf das nächste Signal. Was ist das da links eigentlich für ein geiler Heli mit einer USA-Flagge lackiert? Ja, ich habe ja erst gedacht, dass wir den kriegen, aber der hebt jetzt ohne uns ab. Der USA-Heli wirbelt den East River auf und fliegt Richtung Brooklyn Bridge. Und genau im selben Moment landet ein schwarzer Heli. Ich glaube, das ist unserer. Der Instructor checkt noch ab, dass der eine Heli richtig parkt und dann geht's, glaube ich, los. Scheiße, tatsächlich. Und mir brodelt die Magengrube. Ich bin ganz schön aufgeregt. Der Instructor wird ganz schön cool, aber mir schlägt die Pumpe locker bis 180. Zwei Helis nebeneinander. Welchen kriegen wir? Das hat sich jetzt entschieden, denn der schwarz-gelbe hebt ab. Nochmal schnell die eigene Fresse filmen mit den Wolkenkratzern im Hintergrund. Die Cappy habe ich übrigens ausgezogen. Die wäre locker weggeflogen. Und jetzt wird's ernst. Gleich sind wir am Heli. Der Instructor ist einfach eine coole Sau. Der weiß, wie es abgeht. Der macht jetzt hier die Ansagen. Beim Ticketkauf wurde mir gesagt, dass ich mir den Platz nicht aussuchen kann, aber ich habe gesagt, dass ich filmen muss. Ich musste jetzt also abwarten und zittern. Wo darf ich sitzen? Und dann sehe ich von außen auch noch, dass hinten die Scheiben verdunkelt sind. Oh shit, dann sehen die Videos nicht so cool aus. Und dann passiert das Unfassbare. Ich darf vorne neben dem Piloten sitzen. Wie geil ist das denn? Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Ich fliege heute das erste Mal in meinem Leben Hubschrauber und dann darf ich auch noch vorne sitzen und den ganzen Scheiß mit dem Handy filmen. Wow. An meinen Füßen sind Pedale. Was passiert, wenn ich jetzt da drankomme und was haben diese ganzen Anzeigen zu bedeuten? Scheiß drauf, das Wetter ist optimal. Ich habe jetzt richtig Bock auf einen Heliflug. Im Hintergrund rattern die Rotorblätter und der Instructor checkt noch einmal, ob die Tür zu ist. Ich filme noch einmal nach hinten. Der Heli ist randvoll und was habe ich für ein Glück, dass ich ganz vorne sitzen darf, neben dem Piloten. Geil. Der ganze Heli wackelt. Der Lärm ist ohrenbetäubend. Ich filme noch einmal aus dem Fenster und dann heben wir tatsächlich ab. Der Pilot checkt noch einmal alle Anzeigen und Instrumente und dann gibt er Vollgas. Der Pilot zieht am Controller. Der Heli hebt ab und dann verlassen wir die Plattform. Wir sind in der Luft. Was für ein geiles Gefühl. Motorradfahren ist dagegen eine verschissene Witznummer. Die Aufregung, die Angst ist wie verflogen. Jetzt fühle ich nur noch Glücksgefühle. Hinter uns ist die Brooklyn Bridge. Auf der linken Seite Brooklyn, unter uns natürlich der East River und vor uns Governors Island. Da unten rechts wäre ich ja fast mit der Fähre hingefahren, nachdem ich die Penner nicht zur Freiheitsstatue gelassen haben. Aber dieser abgefuckte Moment von eben hat dazu geführt, dass wir jetzt im Helikopter sitzen. Die Rechtskurve um Governors Island hat sich richtig geil angefühlt. Da merkst du die Fliehkräfte, da wirst du richtig in den Sitz gepresst. Wow! Und genau heute, am letzten Tag in New York City, sehe ich alles, was ich besucht habe, einmal von oben. Links von uns natürlich Brooklyn. Ganz hinten ist Coney Island, da waren wir doch am Luna Park. Und vor uns Staten Island, da sind wir mit der Staten Island Ferry hingedüst. Scheiße, Mann, der Pilot ist schon echt eine coole Socke. Stylischer Typ, der Typ hat's drauf. Ich fühle mich mega sicher bei dem. Und jetzt schaut euch das an. Das bekannteste Wahrzeichen New Yorks. Die Freiheitsstatue. Statue of Liberty, Lady Liberty. Wir fliegen genau auf die süße Maus zu. Und wisst ihr was? Wir fliegen sogar einmal drumherum. Ich habe mich erst so geärgert, dass ich die Freiheitsstatue heute nicht zu sehen bekomme. Und jetzt sehe ich sie von oben. Unglaublich. Der absolute Wahnsinn. Und wir fliegen wieder eine Kurve. Es kribbelt im Bauch. Was für ein Kick. Ich muss nochmal in den Selfie-Modus wechseln. Sieht das nicht cool aus? Der Pilot, über uns die Rotorblätter und meine Chackerell-Fresse. Ich bin einfach nur gut drauf. Von Angst ist hier gar nichts mehr zu spüren. Hey, ich habe einfach nur geile Glücksgefühle im Bauch und ich denke mir auch, hey, selbst wenn der Vogel jetzt runterknallt, ich lande doch im Wasser. Was für ein krasser Ausblick. Vor uns ist die wunderschöne Freiheitsstatue. Links New Jersey, der Hudson River, dann die Skyline Manhattans. Wow. Rechts daneben der East River, da drüber die Brooklyn Bridge und rechts Brooklyn.
Das ist doch einfach nur der Knaller. Es sieht aus wie im Film. Wie in einem verdammten Actionfilm. Friends, ich kann echt nicht fassen, was ich gerade hier sehe. Ich habe in den letzten 4 Wochen ganz New York abgecheckt. Und jetzt sehe ich den Laden auch noch von oben. Was für ein geiler Trip hier in New York. Wir schauen noch mal nach links. Lady Liberty. Was für geile Aufnahmen. Und dann der Brummi hier. Wir schießen gerade drauf zu. Auf die Skyline Manhattans. Genau vor uns ist das One World Trade Center. Genau mit unserer Flugrichtung ist am 11. September 2001 das zweite Flugzeug um ungefähr 9 Uhr mit 950 Sachen in den Südturm gerast. Hier sehen wir jetzt richtig gut, wie Manhattan links und rechts von den beiden Flüssen umarmt wird. Links vom Hudson River und rechts vom East River. Links lassen wir New Jersey liegen und rechts unter uns ist der Financial District. Lower Manhattan mit den riesigen Wolkenkratzern und natürlich dem gigantischen One World Trade Center, das höchste Gebäude der USA. Und wir fliegen gerade genau auf der Höhe der Antenne. Das ist der absolute Knaller. Unten in Lower Manhattan die fetten Wolkenkratzer im Financial District. In der Mitte Manhattans sind die Gebäude etwas niedriger, aber dann geht es wieder ab. Oben in Upper Manhattan schießen die Giganten wieder in die Luft. Die fetten Skyscraper, die Wolkenkratzer. Im Süden, wie gesagt, das One World Trade Center. Und hier oben im Norden das Empire State Building. Top of the Rock, das Rockefeller Center. Und natürlich die Aussichtsplattform The Edge. Die fette Hochhäuserreihe hinten am Central Park ist übrigens die Billionaires Row, die Hochhäuser der Bonzen. Wir fliegen gerade übrigens Richtung Norden und lassen rechts ganz Manhattan liegen. Und jetzt kommen sie immer näher. Die fetten Skyscraper. Rechts von uns ist jetzt Hudson Yards. Sag mal, habt ihr sowas schon mal gesehen? Das ist doch der absolute Knaller. Sowas gibt es sonst nur im Kino. Und heute bei Chacarel. Und da ist sie. Die riesige Grünfläche mitten in der Großstadt. Der Central Park. Ein gigantisch künstlich angelegter Park. Sogar mit Gewässer. Mitten in dieser fetten City. Das höchste Gebäude der Billionaires Row. Hier am Central Park ist der Central Park Tower. Genau unter uns, auf dem Hudson River, musste 2009 übrigens ein Passagierflugzeug notlanden. Wie durch ein Wunder ist keiner der Passagiere gestorben. Ein kleines Wunder hier in New York City. Und jetzt zieht euch das mal rein. Jetzt sieht man erstmal, wie groß dieser Central Park eigentlich ist. Ihr braucht mindestens 1,5 Stunden, wenn ihr von ganz unten bis nach Norden zu Fuß durch den Central Park lauft. Ein riesiges, grün bepflanztes Viereck mitten zwischen den Hochhäusern New Yorks. Etwas über dem Central Park endet Manhattan und da startet dann der Stadtteil Bronx. Und plötzlich reißt der Pilot den Joystick nach links. Wir fliegen eine Kurve und bekommen wieder einen ordentlichen Bauchkribbler. Das fühlt sich geil an. Das ist richtig Action hier. Es macht mega Bock. Rechts von uns wieder New Jersey. Wir haben einmal die Richtung gewechselt. Unter uns natürlich immer noch der Hudson River und links Manhattan. Wir gucken jetzt noch einmal nach links zum Central Park. Die Billionaires Row und ganz wichtig für mich zu erwähnen, meine Lieblingsaussichtsplattform Top of the Rock, hier am Rockefeller Center. Und für mich das schönste Gebäude Manhattans, das Chrysler Building. Und hier eins der bekanntesten Gebäude der Welt, eins der Wahrzeichen Manhattans, das Empire State Building. Genau hier ist King Kong drauf geklettert. Da unten das fette Kriegsschiff ist ein Museum. Da drauf sind Düsenjets, die könnt ihr euch reinziehen. Dieser fette Spalt zwischen den Hochhäusern ist die 42. Straße. Wenn wir die langfahren, kommen wir zum Bryant Park. An dieser Stelle, wo ganz viele Wolkenkratzer zusammengepackt sind, ist Hudson Yards. Ganz hinten in Silber auch noch mal eine fette Aussichtsplattform, das Summit. Und hier von der Seite aus haben wir einen optimalen Blick auf die perfekt parallel laufenden Straßen in Manhattan. Die Streets laufen von hier, vom Hudson River rüber bis zum East River. Und die Avenues schießen um 90 Grad versetzt zu den Streets von Upper Manhattan runter nach Lower Manhattan. Was sehe ich da unten? Ist da etwa der Madison Square Garden? Da drin spielen die Knicks Basketball. Die wahrscheinlich bekanntesten Straßen in ganz Manhattan sind die Fifth Avenue und der Broadway. PS, der Broadway ist die einzige Straße, die aus der Reihe tanzt und sich quer durch das Karo-Muster zieht.
Ah, hätten wir ja fast vergessen. Da unten ist Little Island. Eine künstlich angelegte Insel, die auf Stelzen steht. Unter unseren Füßen geht es hunderte Meter in die Tiefe. Wenn der Heli jetzt abstürzt, sind wir tot. Aber der Heli stürzt nicht ab. Nein, wir fliegen jetzt sicher Richtung Süden zum Financial District. Ich check nochmal, ob die ganzen Anzeigen stimmen. Jo, und dann wieder ein Schwenk auf den Financial District. Das One World Trade Center ist gigantisch. Da unten am World Trade Center ist auch das 9/11 Memorial, ein Stück weiter der Charging Bull und die Man in Black Hauptzentrale. Und natürlich nochmal ein Blick zu dem kleinen Engel, die Freiheitsstatue. Alles das, was ich in den letzten 4 Wochen von unten gefilmt habe, sehe ich jetzt innerhalb von 15 Minuten von oben. Was für ein cooler und erfüllender Abschluss. Vom Hudson River aus biegen wir jetzt ab über den East River und unten links startet die orangene Staten Island Ferry. Mit der könnt ihr hier von Manhattan aus kostenlos rüber bis nach Staten Island fahren. Und das Coole ist, ihr fahrt an der Freiheitsstatue vorbei. Die könnt ihr als Touri perfekt filmen. Der wunderschöne, mega spannende und actiongeladene Heliflug ist gleich vorbei. Und ganz am Ende bekommen wir noch einmal einen Ausblick auf die Brooklyn Bridge. Verdammt, was passiert denn jetzt? Wir kommen dem Wasser näher. Oh Mann, was ist los? Ach so, wir landen. Was für ein Glücksgefühl auslösender geiler Trip. Und im Hintergrund nochmal die Brooklyn Bridge. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, der Pilot hatte alles unter Kontrolle. Ich habe mich mega wohl und sicher gefühlt bei dem Typen. Und auch jetzt die Landung ist weich wie Butter. Der Vogel ist unten. Wir haben es geschafft. Der Heli ist perfekt gelandet und der Instructor macht mir die Tür auf. Ich habe wieder Boden unter den Füßen. Was war das für ein krasser Kick mit dem Heli? Ich stelle mich nochmal vor das Höllending und filme die Kiste. Damit sind wir eben durch die Luft geflogen. Mit dem Ding konnten wir uns ganz Manhattan von oben anschauen. In diesem Moment habe ich mir auch gedacht, was ist eigentlich, wenn eins dieser Rotorblätter abfliegt? Bei der Geschwindigkeit knallen die locker 100 Meter durch die Gegend. Die Sonne lacht, der Heli macht Krach, das hat Spaß gemacht. Und dann wird es wieder laut. Ich gucke nach links, der nächste Heli steigt in die Luft. Alle paar Minuten startet und landet hier so ein Ding. Und dann gibt der Instructor wieder Anweisungen. Wir müssen vom Landeplatz abhauen. Ich muss schon sagen, der Instructor war schon ein cooler Typ. Dem laufen wir jetzt hinterher und um uns herum der East River. In meinen Beinen, im Köpflein und im Bauch. Ich habe ein Kribbeln im ganzen Körper. Glücksgefühle schießen durch meine Nervenzellen. Was war das für ein krasser Ausflug? Während ich dieses krasse Gefühl genieße und etwas versuche, von dem Kick runterzukommen, filme ich den East River. Im Hintergrund Brooklyn, den Heli-Landeplatz und einen Heli in der Luft. Friends, das muss gefeiert werden. Ich krieg gerade richtig Bock, einen zu saufen, aber vorher ziehen wir noch etwas durch den Financial District. Hier im Financial District fließt die Kohle und davon hatte der Präsident der Vereinigten Staaten eine Menge. Donald Trump. Wie viel Vermögen dieser Mann hat, sieht man unter anderem an diesem krassen Gebäude. Genau auf der anderen Seite der Straße ist eine Bank, die einen Anschlag überstanden hat. Einen Bombenanschlag. In der Außenwand der Bank sind immer noch die Spuren der eingeschlagenen Bombensplitter zu sehen. Aber diese Löcher hat die Bank ganz bewusst nicht geflickt, damit die Kunden sehen, in dieser Bank ist euer Geld sicher. Das Gebäude war übrigens auch ein Drehort für einen der Batman-Filme. Wenn wir jetzt um die Ecke gehen, dann sehen wir das fette Gebäude der New Yorker Börse hier am Financial District. Aber seit Corona arbeiten hier drin gar nicht mehr so viele Leute. Also dieses Zettelwehen und Rumgeschrei in der Börse, das gehört der Vergangenheit an. Es läuft jetzt alles über Computerserver. Wenn wir die Börse einmal links liegen lassen und rechts durch die Häuserschlucht gucken, dann sehen wir die Trinity Church. Ja, und ihr merkt, die USA-Flagge ist immer wieder zu sehen. Wenn wir mit diesem verrückten Drehkunstwerk fertig gespielt haben, gehen wir zum One World Trade Center.
Was für ein Gigant. Mit über 540 Metern ist das One World Trade Center das höchste Gebäude der USA. So schön das neue World Trade Center auch ist, muss ich die ganze Zeit daran denken, dass genau hier am 11. September 2001 fast 3000 Menschen gestorben sind. Wir ziehen nochmal vorbei am verdammten Oculus und dann geht es ab in die U-Bahn. Die Subway in Manhattan ist eine Welt für sich. Hier sind hübsche, coole Leute, hier ist aber auch der abgefuckte Dreck. Hier kommt der ganze Mix zusammen. Wunderschöne Ladies, aber auch abgefuckte Penner. Das ist New York City. Auf dem Weg zum Washington Square Park ziehen wir jetzt eine Runde durch West Village. Ist eine coole und schicke Ecke für junge und alte Leute, aber was ist das? Zwei Penner wollen sich aufs Maul hauen. Und hier seht ihr es wieder. Das One World Trade Center sieht man fast von überall aus in Manhattan. Anybody got $100, please? Cooler Typ. Der Washington Square Park ist ein richtig geiler Ort zum Entspannen und zum Gucken, denn hier gibt es immer was zu sehen. Skater, Fahrradfahrer, Leute, die lesen und entspannen, Künstler, Kiffer, hier gibt es alles. Es geht bei ihm. Krasse Prinzessin, Calerazy. Ja, ja, wie gesagt, hier am Washington Square Park läuft eine Menge crazy Shit rum. Das ist wie eine kleine Wundertüte. Der Washington Square Arch. Ein wunderschöner Bogen. Und im Hintergrund das Rote Haus? Da drin hat Will Smith gewohnt. In dem Film I Am Legend. Und genau vor uns wird eine Lady gezeichnet. Und seht ihr das? Genau in der Mitte des Washington Square Arches ist das Empire State Building. Für Dienstagabend ist hier schon echt eine Menge los. PS, da rechts wird gerade Gras verkauft und die Bullen machen keinen Stress. Denn hier in New York dürfen die Leute kiffen. Aber das ist gar nicht mein Thing. Für mich wird es jetzt Zeit für einen verdammten Vino. Und dann finde ich dieses krasse Vino-Geschäft. Das Ding ist randvoll mit Stoff. Und wenn ich randvoll sage, dann meine ich randvoll. Zieht euch mal rein, wie viele Weine es hier gibt. Also ein Bild, das sich auf jeden Fall eingebrannt hat, das sind diese leuchtenden Lichter from the ambulance und auch das ganz schön laute Tatütata oder Feuerwehrwagen. Das ist auf jeden Fall ein Teil der Stadt. Das ist krass. Naja, so ist das. Leute, wir müssen jetzt nochmal zum Times Square. Es geht ab in die U-Bahn. Let's go. Im YMCA Hotel sichere ich jetzt ganz schnell die Daten, denn ist doch ganz klar. Den Heliflug, den brauche ich auf der Festplatte und dann geht's ab zum Times Square. Ich meine, es leuchtet ja alles. Siehst du rein? Rechts, Mitte, check this out, dann nochmal links. Es wirkt halt wie ein runder Kreis und dadurch merkt, also ich bin jetzt 4 Wochen hier und ich habe gar nicht gerafft richtig, dass hier eine Straße ist, klar. Da fahren die Busse lang, Tex-Mex, Need for Randy Randy. Aber weil man von hier nach da hinten immer geht, hier an den Characters vorbei, wirkt es immer so wie ein großer Bereich und Kreis. Man geht ja eh immer über die roten Ampeln, ist ja ganz klar. Man guckt eigentlich immer nur auf die Ampeln der Autos. Ist das New Yorker-Thing? Ja, die Bikes sind auch am Start. Aber das hier ist ein Platz. Dass die Straße hier ist, ganz ehrlich, ist in meinem Kopf noch nicht ganz angekommen. Der Vino knallt ganz schön rein. Beim Pissen habe ich dann das hier gesehen. Den Riesenpümpel. Da hatte der Geschäftsführer anscheinend echt Angst, dass mal ein richtig fetter Riesenonkel im Scheißhaus hängen bleibt. Hab ich noch nie gesehen, so ein Ding. Ja, Friends, der 4-Wochen-Trip neigt sich dem Ende zu. Das hier ist meine letzte Nacht in New York City. Und nur für mich leuchtet heute nochmal richtig hell der Times Square. Wow. Überlegt euch das mal. Es ist kein Wochenende. Es ist Dienstagnacht. Der Laden ist randvoll. Die Hütte brennt. Diesen weltbekannten Platz kenne ich sonst nur aus Filmen. Und so kommt es mir auch vor, als wäre ich in einem Film. In einem Actionfilm mit durchgeknallten Chaosleuten. Friends, wir bewegen unsere Ärsche. Es wird Zeit für ein Leckerchen. Für eine Überraschung. Und hier ist sie, die How I Met Your Mother Bar. Hier drin wurde zwar nicht gefilmt, aber diese Bar ist die Vorlage für das McLaren's in der Serie How I Met Your Mother. An den Wänden hängen Bilder der weltbekannten Schauspieler.
So ein Bier kostet hier 10 Dollar. Mit Steuern und Trinkgeld insgesamt 12 Dollar. Vor der Bar unterhalte ich mich dann noch mit einem extrem coolen Franzosen. Und dann sehe ich vor meinen Füßen eine tote Ratte. Aber die ist gar nicht tot. Die lebt noch. Scheiße, Meister Splinter. Verdammt, dann gibt es die Turtles ja wirklich. Die Teenage Mutant Ninja Turtles und Meister Splinter. Dieser Tag war der absolute Wahnsinn. Ich bin vollkommen am Arsch. Ich bin besoffen. Es wird Zeit fürs Hotel. Hier vom Columbus Circle aus ist es nicht mehr weit bis zum YMCA Hotel. Wir laufen ein kleines Stückchen am Central Park entlang und dann sind wir da. Was war das für ein krasser Tag in New York City? Das One World Trade Center, die Brooklyn Bridge, die Freiheitsstatue, das Empire State Building, der Central Park, ganz Manhattan von oben und am Ende der Times Square. Ein krass geiler Tag hier in New York fucking City. Chakarel in New York. Ab jetzt gibt's für jeden Tag, den ich da war, ein neues Video. Das wird krass und euch nehme ich mit.